Überraschung! Ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich dieses Video starten möchte und mich jetzt entschieden, dass ich einfach keine ewig lange Hinleitung mache, sondern einfach direkt reinstarte. Und zwar testen wir heute Süßigkeiten. Zumindest ich teste sie und ihr dürft zuschauen. Eigentlich ist das kein klassisches Format für mich, weil ich gar nicht so die Süße bin und naja, ich habe in der Zeit, in der ich vegan lebe, mittlerweile sind das 6 Jahre, so ein paar bestimmte Süßigkeiten nicht mehr essen können, einfach weil sie nicht vegan sind. Und da hat es mich vor ein paar Tagen gepackt und ich dachte mir, okay, du bestellst jetzt diese Süßigkeiten in vegan. Und dann ist vor ein paar Tagen dieses Paket angekommen mit 700 Gramm Süßigkeiten für 25, 26 Euro. Das ist das erste Mal, dass ich mir so teure Süßigkeiten geholt habe, seit immer. Deswegen seid bitte gnädig mit mir. Und immerhin habt ihr jetzt wieder ein Video von mir, was ihr euch anschauen könnt. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir einfach direkt und machen das Paket auf. Aufregend. Okay. Let's see. Oh, ist das süß. Oh mein Gott, da steht mein Name drauf. Ist das nicht schön? Dieses Kärtchen hat mich erreicht in diesem Paket. Und da steht Folgendes drauf. Linda, vielen Dank für deine Bestellung. Mit dem Kauf dieser Produkte hast du etwas Gutes getan und auf Tierisches verzichtet. Wenn du bei deiner nächsten Bestellung sparen möchtest, dann markiere uns mit einem schönen Foto deiner Produkte bei Instagram. Lass es dir schmecken, dein Vega-Vegan-Team. Natürlich machen wir das, natürlich. Das möchte gern Influencer-Herz, das. Ne? Schauen wir weiter an, was in der Packung drin ist. Ja, ich sehe schon. Ich habe das eine zweimal bestellt, weil ich mir dachte, das wird bestimmt gut. Ich habe als Kind oder auch als Teenie Kinder Bueno geliebt. Diese Kombi aus knackiger Waffel und dieser cremigen Füllung. Deswegen hoffe ich einfach, dass die super geil sind und dass sie meine Sehnsucht nach Kinder Bueno irgendwie stillen können. Ich denke, ich zeige euch nicht direkt, was alles drin ist. Sonst ist ja die Überraschung weg. Und fange einfach peu à peu an und zeige euch dann die Sachen in die Kamera. Oh mein Gott. Ich freue mich gerade so sehr. Und was auch super schön ist, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Wahrscheinlich schon. In dieser Packung war wirklich nur dieses eine Stück Papier drin zum Bedecken. Und die Karte. Und ansonsten ist kein Müll mit dabei. Vor lauter vieler Süßigkeiten weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Okay. Vielleicht hole ich mir noch schnell einen Teller, um das irgendwie besser anrichten zu können. Ich habe jetzt einen Teller geholt, ich habe ein Messer dabei und fange jetzt einfach direkt an mit dem ersten Riegel, der an Kinder Bueno erinnern soll. Ich kann euch auch die Preise nochmal mit einblenden und die Seite, auf der ich es bestellt habe, in der Infobox verlinken. Schaut einfach runter, ihr werdet schon sehen, was ich davon gemacht habe. Gut. Okay, sieht pretty dunkel aus, aber mal schauen, wie es schmeckt. Das ist ein Stück von diesem Waffelteili. Ich schneide euch das nochmal durch, damit ihr seht, wie es innen drin aussieht. Oh yes, das ist der cremige Kern. Das ist so lecker. Kommen mir direkt die Tränen. Okay. Ich muss mich erst davon erholen, wie gut das war. Es hat mir tatsächlich Flashbacks gegeben. Die Creme drin war nicht ganz so cremig, wie ich sie in Erinnerung hatte. Ich weiß nicht, ob es an der Temperatur gerade liegt. Das ist in meinem Zimmer relativ kühl ist. I don't know. Aber geschmacklich, es war einfach lecker. Es war ziemlich süß, muss ich sagen. Bin ganz froh, dass ich mein
dass ich meinen Kräutertee noch dabei habe. Übrigens, bester Tipp, wenn ihr viele Süßigkeiten esst, Kräutertee zum Ablöschen, beste. Ja, also ziemlich süß, sehr haselnussig und ansonsten fand ich es geil. Also ich hab daran nichts auszusetzen, ich finde es super. Wenn wir dem hier noch ein Ranking geben von 1 bis 5, dann wäre das auf jeden Fall eine 4. 4,5. Ich muss auch sagen, also ich denke, ich finde im Allgemeinen alles ziemlich süß, weil ich einfach, wie gesagt, nicht so häufig Süßigkeiten esse und wenn dann mehr so dunkle Schokolade oder irgendwelche herben Sachen. Deswegen, vielleicht ist es genau eure Süße, falls ihr da drauf steht. Nehmen wir direkt das nächste. Der gleiche Riegel, bloß in hell mit weißer Schokolade, vermute ich. Ich weiß gar nicht, ob da drin steht was. Sorry fürs Knistern. Ich habe da drin steht, ach ja doch, bei dem roten stand, dass es eine Haselnussfüllung ist. Und bei den hellen steht, dass es eine Haselnuss- und Mandelfüllung ist. So sehen sie jedenfalls aus. Die sind schon etwas extravaganter, würde ich meinen. Hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Ästhetik. Hier unten sieht man auch das Waffelmuster durch. Also die weiße Schokolade ist relativ transparent, aber es geht ja auch eigentlich im Endeffekt nur um den Geschmack. So sieht das von innen aus. Eigentlich genauso wie das andere. Ich glaube, das muss man mögen. Das mit der weißen Schokolade erinnert mich sehr, sehr, sehr stark an diese Ostereier. Das tut mir jetzt wirklich sehr leid. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, damit es sich nicht blöd anhört. Aber kennt ihr zu Ostern diese Waffel-Ostereier mit so einer richtig zuckersüßen Füllung drin? Es ist einfach nur unheimlich süß und wirklich viel von Mandel und Haselnuss habe ich nicht geschmeckt. Und ich muss auch zugeben, ich bin kein großer Freund von weißer Schokolade, aber der hier war nicht so geil. Wenn wir ein Ranking von 1 bis 5 machen, dann würde ich dem hier eine 1 geben. Fand ich echt nicht so geil. Aber dafür war der andere mega. Machen wir mit der nächsten Sache weiter. Und zwar eine weitere Kindheitserinnerung. Und zwar habe ich geliebt Snickers-Riegel. Und ich habe mir deshalb ein veganes Snickers geholt. Es ist ein Plant-Powered Caramel Nougat Bar von Buttermilk. Warum auch immer sich eine vegane Firma Buttermilk nennt. Aber ja, why not, ne? Jedenfalls, das ist der Riegel. Es riecht schon ziemlich gut. Und ja, so sieht das Teil von innen aus. Ich habe gerade gemerkt, das ist nicht der Snickers-Double. Es ist der Mars-Double. Der Snickers-Double kommt gleich danach. Wir schauen uns jetzt erstmal den Mars-Double an. Und zwar sieht der von innen so aus. Ja, eine Schicht Nougat und eine Schicht Karamell. Ziemlich simpel. Und jetzt kommt der Taste-Test. Das ist sehr viel. Also, was sagen wir zu dem Mars-Double? Ich finde, ich muss ehrlich sagen, ich habe früher nicht so viel Mars gegessen. Ich glaube, er kommt dem schon relativ nah geschmacklich. Wobei ich denke, also wenn man das Teil hier isst, dann klebt einem der ganze Mund zu. Und das ist ja an sich auch nett, weil dann hat man halt immer noch ein bisschen was für später an den Zähnen. Ich fand es aber ein bisschen zu heavy. Also ich glaube echt, wenn ich mir diesen Riegel gönne, dann muss ich das peu à peu machen. Weiß ich nicht. Aber ansonsten ganz geil. Ich denke aber, bei dem richtigen Mars ist die Nougat-Schicht ein bisschen fluffiger. Weil das ist ja so eine Marshmallow-Nougat-Schicht gewesen. Und ich denke, die war ein bisschen softer. Ein bisschen fluffiger, ein bisschen luftiger. Gut, dann kommen wir jetzt aber zu dem Snickers-Double. Jetzt steht nämlich auch drauf, dass da Erdnüsse drin sind. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Ja, ich mach den mal auf. Der sieht ähnlich aus und riecht ähnlich süß. Oh, verdammt, ich habe noch vergessen, eine Punktzahl zu geben. Ich werde dem Nougat-Teil eine
schwierig. Ich glaube, ich würde dem Nougat-Mars-Ding eine 2,5 geben. Das liegt einfach auch nur daran, dass ich kein riesiger Mars-Fan bin und dass es mir doch tatsächlich schon ein bisschen dolle viel war. Ich hoffe, dass der hier mehr überzeugen wird. Also, that's it. That's the Snickers. Und ich schneide ihn jetzt auf und dann schauen wir wieder rein. Hier unten ist eine Nougat-Schicht, vermute ich. Was ist das? Eine helle Nougat-Schicht mit Erdnüssen drin. Und darüber ist ein Karamellkern. Oh yes. Also, konsistenzmäßig ähnlich wie der Mars-Riegel. Es ist halt relativ fest. Also es ist nicht so super soft. Man hätte nicht diesen Effekt von, es gibt so einen Karamellfaden, wenn man davon abbeißt und es ist einfach alles ganz geil, sondern es ist mehr so ein, oh, du beißt da schon so knackig von ab und dann hast du da erstmal für 10 Minuten was im Mund. Aber dafür was sehr Leckeres. Also ich denke tatsächlich, diese Mischung aus dem sehr süßen Nougat und Karamell mit den Erdnüssen, die halt immer so eine geile, herzhafte Note reinbringen. Also solide, wird eine 4 von 5 geben. Aber ich möchte euch trotzdem ein Rezept empfehlen für vegane, selbstgemachte Snickers. Den könnt ihr auf meinem Blog finden. Und zwar ist es wesentlich günstiger, als wenn ihr euch jetzt diese Riegel holt. Und es ist halt einfach selbstgemacht. Die ich mache, die haben relativ festen Boden, aber die Creme, also die Karamellcreme, die ist halt aus Sultanin gemacht oder anderen Trockenfrüchten, je nachdem, was ihr so geil findet. Und dann die Haselnüsse drin. Und es hat halt beim Reinbeißen, wenn es gekühlt ist, diesen geilen, es knackt durch die Schokolade durch und dann habt ihr so diese sehr weiche Füllung und dieses Süße und das Erdnussige. Und ich liebe die. Ich mache die super gerne. Die sind auch gar nicht so, es ist gar nicht so aufwendig, die zu machen. Ja, und falls ihr Bock habt, schaut einfach mal vorbei. Ich packe euch den Link dazu auch nochmal in die Infobox. Next one. Ein weiterer Klassiker aus meiner Kindheit. Und zwar Kinderriegel. Habe ich geliebt. Gibt es seit schon einer ganzen Weile von Chacalotta. Beziehungsweise heißen die Chacalotta. Die Marke ist Fantastic Foods. Fantastic, weil vegan, V, you know. Ja, ist, sieht so aus. Da sind 8 Riegel drin. In so einer Alupapierpackung. Und sehen so aus. So ein bisschen wie eine Jogurette eigentlich. Es gibt die auch noch mit einer Beerenfüllung, aber da ich ein schwieriges Verhältnis zu verarbeiteten roten Früchten habe, nee. Gehen wir einfach auf die normale Milchvariante zurück. Aufgeschnitten sehen die so aus. Relativ unspektakulär. Halt einen Milchkern in der Mitte. Was will man mehr? Ja. Ich muss da nicht so viel sagen. Ich habe die schon mal gekostet, ich habe die schon mal gegessen. Ich finde sie ziemlich geil. Sie schmecken tatsächlich, finde ich, nach einer Mischung aus Kinderriegeln. Und ich vermute, dass die Basic-Jogurette ohne irgendwelche Früchte drin auch in die Richtung geht. Es hat so einen Kinderriegelgeschmack mit so ein bisschen Säure drin. Aber ganz wenig. Also, ja, 5 von 5. Vorletzte Sache. Eine Sache, die ich auch geliebt habe vor meiner veganen Zeit und die ich tatsächlich als einzige Sache aufgezählt habe, die ich vermisst habe von Anfang an. Und es gibt schon seit etwas längerer Zeit eine Alternative dafür, eine vegane. Habe sie aber nie geholt und bei meinem Einkauf habe ich mich jetzt einfach dazu entschieden, mir endlich mal diesen Wunsch zu erfüllen und mir vegane M&Ms mit Erdnüssen drin zu gönnen. Ich glaube, es ist auch ziemlich offensichtlich, worauf ich so abfahre. Also Schokolade und Erdnüsse in Kombi ist halt einfach, das funktioniert ganz gut bei mir. Auch so Schoki mit Salz. Da hat man mich. Ja, das ist die Packung. Das ist von der gleichen Marke, wie die Mars und Snickers Riegel waren. Diese Buttermilk Marke. Genau, ja, mit Schokolade überzogene Erdnüsse mit einer knackigen, eingefärbten Zuckerhülle. Ihr wisst, was M&Ms sind. Ich muss euch das wahrscheinlich nicht erklären. So, wo mache ich die am besten auf? Da oben. Toll, hat richtig gut funktioniert. Was? Was ist das? Versuchen wir die andere Seite. Ja, das, also die angezeichnete Stelle zum Aufmachen funktioniert nicht so ganz. Dann machen wir halt weiter unten auf. Auch okay. Es ist sogar plastic-free.
Und great for vegans. Finde ich klasse. Was steht hier noch so drauf? Palm oil free und gluten free. Natural ingredients. Ja, cool. Und es steht drauf, no excuse not to share. Ich weiß noch nicht, ob ich die teilen möchte. Muss ich mal entscheiden, nachdem ich sie gekostet habe. Gut. Und so sieht es innen drin aus. Oh, es riecht. Ach, es riecht, wie es riechen soll. Oh, die sind echt groß. Schon so ein Zentimeter. Und so sieht das Teil von innen aus. Ist halt eine geröstete Haselnuss mit Schoki und einer Zuckerfüllung. Ja, schmeckt nach M&M's. Schmeckt ein bisschen. Also ich würde ihm erstmal 4 von 5 Sternen geben. Vielleicht sogar 4,5. Ich glaube 4,5 von 5. Ich finde es eigentlich ziemlich gut. Es gibt mir das Feeling von Erdnuss-Schokoladen-Dingen. Und das Einzige, was ich nicht ganz so geil finde, ist, dass diese Zucker, wobei eigentlich geht das auch, diese Zuckerhülle, ja doch, gibt mir so Smarty-Feelings. Es schmeckt so ein bisschen künstlich, das ist wahrscheinlich die Lebensmittelfarbe. Ja, aber das ist also eigentlich im Großen und Ganzen ist schon ziemlich geil. Man hat diesen knackigen Effekt, den man bei M&M's hatte. Man schmeckt diese Kombi aus Schoki und Erdnuss, die ich einfach liebe. Also 4,5, einfach weil es so gut wie perfekt ist. Aber noch Mühe fehlt. Und zu guter Letzt kommt jetzt von der gleichen Marke wieder. Die scheinen ganz schön gut dabei zu sein, du. Ich habe mir geholt, weil Karamell irgendwie so das Ding zu sein scheint. Also alle Leute sind super hyped auf Karamell. Überall ist Karamell drin und Salted Caramel ist irgendwie seit Jahren so, dass diese Zutat schlechthin in irgendwelchen Gebäcken und Süßigkeiten. Ich bin kein großer Fan von Karamell, muss ich zugeben. Das Einzige, was ich an Karamell, glaube ich, geil finde, ist, wenn es so super flüssig ist und aus irgendeiner festen Schokohülle oder so rausläuft. Und vielleicht ein bisschen gesalzen ist, aber am besten mit so Salzkristallen. Und das habe ich tatsächlich bisher noch nie gefunden. Das habe ich mir immer vorgestellt, also so zumindest war das meine Wunschvorstellung, wenn ich Salted Caramel gehört habe. Und ich habe mir jetzt Salted Caramel Cups geholt, in der Hoffnung, dass sie irgendwas können. Wie gesagt, wieder von der gleichen Marke, wie auch das Snickers, das Mars und die M&M's waren. Lass uns einfach mal reinschauen. Ich mache es extra nicht an der Stelle auf, an der es aufgemacht werden sollte, weil davor war das auch voll die Verarsche. Deswegen weiter unten. Es riecht schon hart nach Karamell. Sieht man das? Ja, schon, ja, ihr seht das. Das sind die Karamell-Dingsies von drin. Die sind kleiner, als ich gedacht hätte. Also sind vom Durchmesser ein bisschen kleiner, als ich vermutet hätte. Ist ganz süß. Also jetzt müssen sie halt nur noch irgendwie ganz geil sein. Relativ flüssig. Nicht so flüssig, wie ich glaube ich vermutet hätte oder gewollt hätte, dass es ist. Aber es ist schon. Oh doch. Oh. Das ist wieder so viel. Oh mein Gott, da war gerade ein. Okay. Wie war das? Wie war das, Nina? Erzähl mal, wie war das für dich emotional? Ich fand. Ich fühle mich ein bisschen merkwürdig, weil ich eigentlich die ganze Zeit erzähle, das ist nicht so ganz meins. Warum habe ich mir das dann überhaupt bestellt? Ich finde es doch gar nicht so kacke. Ich glaube, ich finde das Karamell okay. Also die Konsistenz ist auf jeden Fall schon viel mehr in die Richtung oder genau die Richtung, wie ich sie mir vorgestellt hätte und was ich mir gewünscht hätte. Also ist das schon mal in vollem Maß erfüllt. Dann habe ich einen Salzkristall gefunden, geschmeckt. Das erfüllt Erwartungen. Das erfüllt meine Erwartungen. Das finde ich super. Und ja, also ich glaube, ich würde das zum Backen benutzen tatsächlich. Wenn ich irgendeine geile Torte mache, dann würde ich die oben drauf drapieren und das alles schön aussehen lassen und das wäre ideal. Wie viele Punkte kriegen die Teile? 4,5. Sie haben bisher all meine Karamellerfahrungen übertroffen. Und ich wüsste nicht, was ich großartig daran aussetzen soll, bis auf dass ich halt kein riesen krasser Karamellfan bin.
Solide, solide, wundervoll solide. Ja, da haben wir jetzt auch eigentlich von diesen 7 Sachen, die wir hatten. Ich versuche sie nochmal zusammenzubekommen. Ich hab's gleich. Da ist noch was. Huch, jetzt ist es schon wieder runtergefallen. Wie soll ich so arbeiten? Sagt mir das. Oh, verdammt, da steht noch was. Von diesen 7 Sachen haben wir jetzt 3 Finalisten in 3 von den Süßigkeiten waren besonders überzeugend. Und dazu gehören einmal die Karamellcups. Tada! Ey! Herzlichen Glückwunsch! Nummer 2! Die M&M-Double von Buttermilk. Hey! Hört ihr, wie sie sich freuen? Okay, und zu guter Letzt, eigentlich kann ich nicht, ich muss noch 2 machen. Der Kinder Bueno Double von Love Raw. Hey! Und die Chocolata von Fantastic Foods. Ziemlich easy, das sind so meine Lieblinge. Ich habe jetzt einen Haufen Süßigkeiten, von denen ich noch nicht ganz so richtig weiß, wie ich sie aufessen soll. Aber nur, wer beschwert sich schon über ein bisschen zu viel Essen in der Wohnung? Und vielleicht kann ich auch noch meine MitbewohnerInnen damit begeistern und beglücken. Und ja, ich werde jetzt meinen Zuckerschock mit noch mehr Kräutertee wegtrinken und wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Macht's gut! Hat mein Mund gerade nicht machen wollen. Ansonsten ist kein Mal. Eins, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Herzlichen Glückwunsch. Wollt ihr noch was sagen? Okay. Ja. Gut gemacht. Macht's gut. Macht's gut. Macht's gut. Und mir ist warm. Mir ist so warm. Es ist so warm hier. Es ist so warm. So warm, warm, warm. So richtig warm. Warm. Tschüss. Verarscht.